Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde FIFA 14 Ultimate Team. Wir spielen diesmal wieder mal eine Runde Online Season und zwar in der Liga 3 noch. Aber wir haben schon die 19 Punkte geschafft, das heißt der Aufstieg ist uns auf jeden Fall schon mal sicher. Dennoch haben wir zwei Spiele und können immer noch den Titel gewinnen. Dazu bräuchten wir jetzt entweder einen Sieg oder jetzt zwei Unentschieden hintereinander. Und ja, letztes Spiel 3-0 gewonnen. War gut, aber war jetzt nicht mega gut. So, die Mannschaft ist einfach nicht ausgelaugt. Jetzt nehmen wir unsere hier, Premier League Mannschaft. Mit der ich erst das letzte Spiel mit der 8-1 gewonnen habe. Alle sind soweit fit, außer Walcott. Genau, ich habe mir Walcott gekauft. Das kann ich dazu sagen. Denn mir hat hier Valencia nicht allzu gut gefallen. Obwohl ich eigentlich gar nicht auf diesen Mega-Pace stehe. Aber das ist die einzige Option gehabt, die ich noch hatte. Auf der rechten Seite irgendwie. Wenn ich könnte mir gerne noch Spieler empfehlen für meine Mannschaft. Ich will mal Walcott ausprobieren, ob der gut ist. Und wenn nicht, dann packe ich ihn wieder raus. So. Eto'o hatte ich auch mal in meiner Mannschaft. Der hat auf jeden Fall eine richtig teure Mannschaft, hat er hier. Ja. Er hat Özil und Mata. Und Eto'o hat auch noch. Das dürften die teuersten. Und Jesus Navas hat auch noch. Ja, Jesus Navas wäre halt die Option für die rechte Seite. Den hatte ich auch mal. Könnte ich mir sogar wieder kaufen. Ist halt ein bisschen teuer. Und so mega fand ich den jetzt auch nicht unbedingt. Daher probier's mal Walcott aus. So heißt, mit einem Sieg jetzt hätten wir auf jeden Fall den Titel gewonnen. Was auf jeden Fall richtig geil wäre. Er kann ja ein bisschen durchgehen, ne? Ashley Young. Walcott hat ihm den Ball abgenommen. Walcott, sehr gut. Oh. Das war Juan Mata. Walcott. Sehr gut. Da vorne läuft Jovetic. Na, okay, der war verzogen. Aber schon mal die erste gute Chance. In diesem Spiel hier. In der 6. Minute. So, jetzt gucken wir mal. Er hatte eine 4-4-2-Formation, ne? Ist auch nicht allzu oft. Die Formation. Kompanie, sehr gut. Jovetic kommt da nicht hinterher. Schade. Soldado hat er auch noch. Ah, dankeschön. Ah, verdammt. Das war nicht gut. Oh. Eriksen. Ah, schade, zu weit. Ein bisschen zu weit. Im letzten Spiel habe ich übrigens meine 200k Hybridmannschaft vorgestellt. Die ich jetzt des Öfteren benutzen werde. Dazu muss ich natürlich meine Bundesliga-Mannschaft auflösen. Und ich hatte mir auch überlegt, meine Premier League Mannschaft aufzulösen und daraus auch eine Hybrid-Mannschaft dann zu machen. Aber nach dem 8:1 Spiel bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt nötig ist. Aber wir werden ja sehen, wie gut die Mannschaft hier sich noch schlägt. In anderen Spielen. Das war auf jeden Fall nett gespielt. Warum ist Jovetic eigentlich so langsam gegen Kompanie? Ich meine, Kompanie hat 73er Pace, Jovetic über 80. Oder? Hat er über 80? Ja, auf jeden Fall. Oh, Ramirez sehr gut. Oh Gott, Ramirez sehr schlecht. Kabul spielt nochmal zurück zu Young, aber der ist im Aus jetzt. Das gibt einen schönen Einwurf für mich. Oh, das mit den schnellen Einwürfen kotzt mich so an, weil die Spieler dann immer so los sprinten wie sonst was. Und dadurch brauchen sie natürlich, glaube ich, auch Fitness. Aber jetzt hat er eine gute Chance und er macht's. Nicht gut verteidigt. Nicht gut verteidigt von mir. 21. Minute. Habe ich viel zu lange gewartet, bis ich ihn attackiert habe. Schöle geht vorbei. Nein!
passend ausgelaufen. Schöne Flanke. Na, das war keine gute Flanke. Jesus Navas. Eto'o Kompanie nimmt ihm den Ball ab. Ich weiß nicht, ob Benteke da schnell genug ist. Hat er den Ball verloren. Aber durch kommt er hier andauernd. Jesus Navas, den hat er, glaube ich. Ja, so nicht. Juan Mata, Özil, Fellaini nimmt ihm den Ball ab. Oh, Eriksen, ey. Kann er nicht schnell genug Sprinttempo aufnehmen? Jesus Navas. Ashley Cole. Jetzt ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Eriksen drin. Bam, 1-1. Perfekt. 33. Minute, der Ausgleich. Sehr gut, weil der Ball kommt irgendwie mittig im Tor an, so ein bisschen. Ich glaube, das Tor war jetzt nicht so gut geschossen, sondern der Keeper hat da eher ein bisschen versagt. Aber naja, drin ist drin. Ja, nochmal Jovetic. Jovetic hat sogar den Ball. Scheiße. Was mache ich da, ey? Was mache ich da? Özil auf Juan Mata. Auf Jesus Navas, der jetzt ausläuft. Sehr schön. Das freut mir. So. Oh, das war ganz schlecht von mir. Geh doch mal ran, geh doch mal ran. Boah, ey. Nein. Wo sollte der hingehen, Fellaini? Wo sollte der hingehen? Jetzt flankt er. Aber, oh Gott, was ist denn das? Zum Glück ist mein Gegner nicht allzu helle in der Situation. Aber was machen die da? Oh, sehr gut gespielt auf Eriksen. Ist er schnell genug? Er ist auf jeden Fall nicht schnell genug. Wie ihn Vidic einfach mal überholt, ne? Bam, drin. Doppelt abgeklatscht. Und ich mache ihn einfach rein. Krass. 44. Minute. 2-1. Spiel gedreht. Er guckt sich an. Da einmal. Nicht. Zack. Und dann ist er drin. Aber wie Vidic einfach Eriksen überholt hat, das verstehe ich manchmal echt nicht. Video schon auch noch irgendwas mit 50 Pace, oder? Eriksen hat über 80. Naja. Das verstehe ich nicht ganz. Kabul, sehr schön. Oh! Spiel! Na! Ah. Komm! Jo! 3-1! 45. Minute, Jovetic. Krass. Nach einer 1-0-Führung jetzt ein 3-1. Es war auf jeden Fall gut, dass ich da gleich geflankt habe. Und zwar, glaube ich, die Vorlage von Walcott. Sehr gut, gefällt mir richtig gut gerade. So, Özil. Mit einem richtig guten Pass. Wenn er den jetzt... Oh, zum Glück war das ein schlechter Schuss. Ah, schade. Jetzt hätte ich nochmal eine gute Kontersituation gehabt, aber... Egal, 3-1 führe ich hier. Nach dem Rückstand. 3 Tore geschossen. Ah, das war natürlich glücklich jetzt hier. Dass sie gerade mal wiederholt haben, die Situation. Von Eriksen. Beziehungsweise unglücklich für den Gegner. Pff,
Ja, da sollte der aber jetzt nicht unbedingt hin. Ah, es war klar, dass Özil den abfängt. Spiel. Tschech hält. Ich habe jetzt überlegt, ob ich lupfe. Ich traue mich immer nicht. Mann, Mann, Mann. Ich muss es mal einfach machen. Da holt der Tschech erst raus, packt ihn auch wieder rein. Ich glaube, den hätte er gehabt, wenn er es von dann komplett rausgenommen hätte. Ramirez, ey. Ah, es war ein Foul. Es war ein bisschen zu doll gedrückt. Jetzt holt er hier seinen Mitspieler ran. Juan Mata. Mit einer guten Flanke. Oh, knapp. Fast hätte er den noch bekommen, ey. Das Benteke ein bisschen zu langsam für solche Sachen. Ah, Mann. Da wollte ich mich noch drehen mit Benteke, hat aber nicht mehr ganz geklappt. Oh, das hat eine gute Möglichkeit. Ah, oh, Koscielny. Und da haben wir Jovetic, komm. Benteke, ah, schade. Zu mittig. Aber da hätten wir fast schon das 4:1 gehabt. Ach, Juan Mata rennt uns aus. Gib mir den Ball. So. Na, Schüller sollte eigentlich mal weiterlaufen. Ah, Dankeschön. Ah, verdammt. Da rennt Jovetic schon los. Dankeschön. Benteke. Durch. Oh, ein Tschech hält. Tschech hält. Ich hätte noch rüber flanken können. Gucken ganz kurz mal an. Da wäre mir Jovetic, glaube ich, ganz frei gewesen. Ja. Der hat das Ding dann wahrscheinlich gemacht. Gut, holt er den Torwart hier raus. Und er hat sogar den Ball jetzt. Jetzt Eto'o. Das nimmt er da Juan Mata mit. Und mal gucken. Oh, sehr gut. Meine Verteidigung steht wie eine 1. Na, ah, verdammt. Der Pass kommt nicht gut genug an. Fellaini. Juan Mata, Ramirez, Eriksen, Benteke. Ey, warum bleibt der stehen? Jovetic ist einfach stehen geblieben. Ist auch sehr interessant, sowas mal zu sehen. Obwohl die KI eigentlich alleine hingehen sollte zum Ball. Ja, Dankeschön. Spiel schneller, es war kein Abseits. Aber ist Benteke schnell genug? Nee. Oh, Benteke. Benteke drin. Der hat sich Ashley Cole ganz stumm rumpeln lassen. Und das war das 4:1. Tja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, zwar wünscht schon so mit Vidic. Er lässt sich dann den Ball einfach in der Verteidigung abnehmen. Anstatt ihn sicher rauszuklären oder am besten gleich rauszuhauen. Wie ich das meistens mache. Weil ich sowas früher auch relativ oft hatte, immer, dass mir dann der Ball irgendwie noch abgenommen wurde und dann einfach ein Tor geschossen wurde. Deshalb haue ich den auch lieber jetzt immer raus mit der Flankentaste. Ja, ich meine, was macht der da zum Beispiel gerade? Er versucht da wirklich alle durchzulaufen. Jetzt hat er die Chance und er macht's. Mit Juan Mata. In der 74. Minute, aber das Spiel dürfte trotzdem gelaufen sein, oder? Kriegt der zwar 2 Tore hin innerhalb von 15 Minuten. Möglich wär's. Hab ich auch schon geschafft. Ach ja. Ich weiß noch, als ich das Spiel generiert habe mit 2 Toren in der 90. Minute. Ist aber auch schon etwas länger her. Einfach dieses Rübergespiele die ganze Zeit. Ah, schade. Sollte ich vielleicht ein bisschen defensiver gehen. Weil mein Gegner macht jetzt richtig offensiv.
Nein, da sollte der nicht hingehen. Jetzt haben wir nochmal Benteke. Komm. Ah, verdammt. Schöne. Da wäre jetzt auch das 5-2 drin gewesen. Was macht denn eigentlich mal mit seinen komischen Abstößen? Ja, dankeschön. Ey, Gott. Und drin. Ja. Too easy, würde ich mal sagen. 80. Minute. Das 5-2. Dann spielen wir in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Cool, cool. Aber jetzt hat das mir zu einfach gemacht. Und damit dürfte der Ligatitel sicher sein. In der Liga 2. Dann sind wir. Titel in Liga 3. Oh, das war gut gespielt. Das war aber abseits. Ja, sogar relativ deutlich. Ach komm, den hauen wir einfach raus. Das hat jetzt eh keinen Sinn mehr. Auch wenn er jetzt noch ein Tor macht, wäre das ja eigentlich mehr als egal. Boah, Joe Hart, richtig gute Parade. Richtig gut. Wer ist übrigens der beste, wer glaubt, ist eigentlich der beste Torwart hier in der Premier League? Also für Ultimate Team. Weil ich habe ja auch oft gehört, dass... Dass Hugo Lloris ganz gut sein soll. Da habe ich mir schon überlegt, ob ich den kaufe oder Čech vielleicht. Čech oder Lloris. Einen von den beiden könnte ich mir auch kaufen, aber ich bin mit Hart eigentlich relativ zufrieden. Deshalb würde ich euch mal gerne wissen, ob da vielleicht einer von beiden besser ist als Hart. Oder ob ihr findet, dass die besser sind. Ich müsste mir die Stats vielleicht nochmal anschauen. Oh, hat er abgefangen. Ein Spiel dürfte jetzt eh gleich vorbei sein. Ja, dankeschön. Naja. Jesus Navas, der nicht viel im Spiel gerade bringt. Bei meinem Gegner. Krieg ich nochmal den Ball? Fast. So. 90. Minute ist angebrochen. Gucken wir mal, wie lange es hier noch geht. Und dann können wir den Sieg feiern. Oh, das macht er gut gerade. Obwohl er sich da auch ein bisschen durchlackt. Und das war's. Bam! Ligatitel gewonnen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles um die Uhrzeit. So, Eriksen, Spieler des Tages. Sehr schön. Der war auch richtig gut heute. Den tausche ich nicht da im zentraloffensiven Mittelfeld aus. Na, gut, in der Chanceverteilung nach. Na doch, doch, war schon eindeutig auf meiner Seite. Und damit haben wir den Titel gewonnen. 7 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Ich meine, das ist richtig gut, oder? Ich meine, wir hatten jetzt 4 Siege hintereinander. Krass. Und das in der dritten Liga hatte ich noch nie. Ich habe 11.000 Münzen gewonnen. Krass. Hoho, 11.000 Münzen. Hammer. Cool. Jetzt gucken wir mal. Liga 2 sind wir jetzt. Da war ich noch nicht, glaube ich. Ach, guck mal, das schöne Symbol. Liga 2 mit den schönen Sternchen. Ach, wie nett. Na gut, hoffentlich steigen wir da nicht gleich ab. So wie es damals in Liga 3 der Fall war. Ach ja, 12 Punkte brauchen wir, um nicht abzusteigen. Aber mein Ziel ist natürlich eindeutig Liga 1. Mal gucken, ob ich das schaffen werde. Aber naja, gut, das war's auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.